Hey und herzlich willkommen zur Hitlist UK. Die Hammer News gleich mal am Anfang. Wir haben nämlich eine neue Nummer 1. Room 5 featuring Oliver Cheatham sind nach 4 Wochen von der 1 gekickt worden und das von einem New Entry. Nicht schlecht, aber dazu später. Vorher gibt es auch noch ein paar nette Neueinsteiger, wie zum Beispiel die White Stripes oder DMC. Wir sind hier spannend. Loslegen wir allerdings mit UK R&B vom Allerfeinsten und zwar mit Mystique und Scandalous. Die sind in der 6. Woche immer noch Top 20, genauer gesagt Platz 14. Bitteschön. Das Thema Boyband ist noch lange nicht durch in der Hitlist UK. Letzte Woche gab es ein New Entry von D-Side und diese Woche der ganz neue, ganz heiße Scheiß. Der da heißt Triple Eight. 5 Jungs, die da weitermachen wollen, wo 5 aufgehört haben. Und zwar als böse Jungs Boyband. Wir sind gespannt und gucken uns jetzt mal die 8 an. Von 0 auf 8 geht's rein mit Knockout. Zurück bei der Hitlist UK und höchste Zeit, dass wir uns mal die Zukunft des Rock'n'Roll anschauen, die White Stripes. Presse ist begeistert, Publikum sowieso, ist ja mal eine seltene Allianz. Das letzte Album Elephant war jetzt auch eine Runde lang auf der 1 und jetzt haben es die Ex-Eheleute Jack und Max White auch geschafft, mit einer Single in die Top 10 zu kommen. Von 0 auf 7 gibt's jetzt Seven Nation Army. Bitte sehr. Und weiter geht's mit einem, der eigentlich gar nicht mehr da sein wollte. Denn DMX hat nach seinem letzten Album gesagt, ich mach Schicht mit dem Rappen, das ist mir alles zu politisch geworden. Aber dann kam Kollege Nas vorbei und meinte, komm Alter, eins geht noch. Und obwohl der Kollege sehr erfolgreich war auch in der Schauspielerei, nette Rollen in Exit Wounds oder Cradle to the Grave und auch Romeo Must Die, hat er gesagt, okay, eins mach ich noch. Und da ist auch gleich die erfolgreichste Single bei rausgesprungen, X Gonna Give It To Ya, geht rein von 0 auf 6. Bei der Hitlist UK und ich stelle fest, auch hier sind Fernseh-Popstars ein fettes Thema. David Sneddon zum Beispiel, das ist unser nächster New Entry, der hat bei der Fame Academy gewonnen. Das ist praktisch DSDS, nur dass die Leute da ihre Songs selber schreiben müssen. Der Papa Bullen kann sich ja auch nicht um alles kümmern, oder? Und trotzdem sehr erfolgreich. Mit Stop Living the Lie war er schon auf der 1 und jetzt gibt's die neue Single Don't Let Go, geht von 0 auf 3. Das war Lisa Mafia. Ihr kennt sie vielleicht noch aus der So Solid Crew. Mit All Over steigt sie jetzt neu ein auf der 2. Eine neue Nummer 1 haben wir auch. Aber jetzt erstmal ganz kompakt und übersichtlich die britischen Top 10 im Schnelldurchlauf. Kim Marsh fällt 3 Positionen und landet mit Cry auf Platz Nummer 10. Ebenfalls 3 runter geht's für Junior Senior. Move Your Feet in der 9. Woche nur noch auf der 9.6 Singles haben es diese Woche in die Top 10 geschafft. Hier die erste Knockout von Triple Eight auf der 8. Ebenfalls neu dabei sind die White Stripes. Seven Nation Army holt auf Anhieb Platz 7. Super Einstieg für DMX. X Gonna Give It To Ya springt aus dem Nichts auf die 6. Fifty Cent muss federn lassen in der Club, fällt von der 3 auf die 5. Nach 4 Wochen auf der 1 stürzen Room 5 und Oliver Cheatham in der 5. Woche ab auf die 4 mit Make Love. Der dritthöchste Neueinsteiger heißt David Sneddon mit Don't Let Go, geht er von der 0 auf die 3. Liza Mafia zählt zu den Gewinnern der Woche. All Over schafft den Sprung auf die 2.
Der helle Wahnsinn. In der letzten Woche ist es Weltstars wie Madonna, Robbie Williams und Blur nicht gelungen, Make Love von der ersten Nummer 1 und der einzigen und der letzten zu kicken. Aber diese Woche haben es welche geschafft, und zwar Busted. Mit You Said No holen sie gleich in der ersten Woche die 1. Nächste Woche wird sie, das ist auch spannend, in der Hitlist UK, denn da gibt's harte Konkurrenz von Craig David featuring Sting, Ronan Keating und Kelly Rowland. Aber diese Woche haben eindeutig Busted das Rennen gemacht. Das heißt, das war's für mich für heute. Rockt fleißig weiter. Und zwar zu eurer Nummer 1. Hier sind Busted mit You Said No.